Ja, hallo meine Lieben und willkommen in Heinz1. Mein Name ist Abonazzo, aber ich bin nicht allein, wie ihr seht. Da hüpfen nämlich schon so ein paar Kreaturen rum. Nein, Ladies first, da könnt ihr hüpfen, wie ihr wollt. Da haben wir Xyra on Tour. Hallo, ich danke dir. Ich danke dir. Oh, dahinter steht Bad and Trouble, weil er gerade im Bild ist und wieder rausläuft. Ja, genau. Mhm. Hallo. Und dann haben wir hier Nordisch. Judendach. Dann müsste das da ganz hinten Valkyrie sein. Jupp, ich komme hier angesprochen. Moin. Das ist Hoppelhase Valkyrie. Hey. Ja. Dann so wollen wir wollen. Wir. Gut. Und wir haben heute gesagt, wir gucken mal, ob wir Nachbarn in der Stadt finden. Genau. Ja. Freundliche Nachbarn. Die ist so West-Südwest, ne? Oder so? Die müsste eigentlich direkt im Westen sein. Einmal quer rüber. Südwest, ja. Ich bin immer gespannt, ob wir das alle überleben. Ich glaube, ich überlebe es. Am besten bleiben wir aber erstmal zusammen, so ein bisschen. Zumindest bis kurz ihr vor der Stadt. Bei mir, oder? Also ich bin sogar der Meinung, wir sollten die ganze Zeit zusammenbleiben in der Stadt. Ja, unbedingt. Ich bin hinterm Hügel, ich bin schon vorgelaufen. Um Gottes Willen, kommt her! Wo bist du? Hier bei euch. So geht's mich los. Guck mal, das erste rote Haus da hinten, können wir doch direkt schon nehmen. Boah, ist ja schnell! Alter, jetzt nicht mehr. Schuss. Ja, ne? Einmal wenigstens. Futter. Einmal. Krieg ich den Pfeil da noch mit? Nee, krieg ich nicht, dann nicht. Dahinter. Ich habe zu weit geschossen. Was? Wollen wir die in die Hochhäuser da vorne oder? Ja, und das rote da hinten. Ach, lass doch das Reh. Lass doch das Reh. Ich habe aber schon einmal getroffen. Ja. Scheiß aufs Reh! Also Zombie. Nicht wortwörtlich, bitte. Zombie. Nicole, nehmen Zombie mir. Rechts. Yep. Aber nicht für mich. Oh, Alter. Du hast mir gerade einen Pfeil in die Hand geschossen. ich hab's gesehen, entschuldige. Oh. Aua. Oh, shit, der Zombie ist ja hinter mir. Warum macht denn keiner was? Wir machen doch die ganze Zeit. Na, ich dachte, es ist hinter jemand anderem. Ich wollte doch das Reh gerade. Warte mal, Reh rechts. Ja, okay, jetzt ist also es also das mit der Anatomie ist noch ein bisschen fragwürdig. Dadurch, dass ich einen Pfeil durch den Daumen habe, so wie das gerade aussieht. Links Hirsch, links ein Hirsch. Ich habe meines Lebens verloren. Oh, okay. Hirsch. Das ist kein Hirsch, das ist auch ein Reh. Oder? Nee, Hirsch ist alles irgendwie das Gleiche, es ist wild. Nee, es hat ein Geweih. Ja, wild ist es mitunter, ja. Egal, lass uns ins Haus. Die Rehe laufen uns nicht weg. Die kriegen wir sowieso nicht. Also die laufen uns weg, das ist ja das Problem. Ja, was heißt das? Wir müssen wieder Munition für die gute alte Snipper haben, weil damit hat das wunderbar geklappt, nicht wahr? Ja, das funktionierte ja richtig gut. Gibt es nicht Panzerfäuste in diesem Spiel? Richtig! Das Reh auch noch essen. Ich wollte gerade sagen. Und nicht trinken. Dann hast du ein schönes Ragout und ein gesprengtes Huhn, kennst du doch auch. Hühnerfrikassee. Gesprengtes Huhn, ja, rechts ist ein Zombie, Achtung. Ja, der ist ja. Ja, da kommt von euch angelaufen. Also, kommen wir was fehlt hoch? Doch? Ja, fehlt doch einer hier, oder hoch. Nicht? So wir steil kannst du hoch. Ich kann. Wir gehen richtig steil. Siehst du, da kommt nicht der Zombie euch. Nee, hier ist schon nicht mehr. Ach, scheiße, voll daneben. Also ich komme irgendwie. Ja, jetzt. Ja, der Zombie läuft euch hinterher, auch, Achtung. Ich bin auch oben. Ja. Oh, hinter mir, glaube ich. Ich höre Schritte. Irgendein Zombie. Wo bist du denn? Ja, mich haut er natürlich, ist es ja wieder klar. Wo bist du denn? Ich muss mal eben, ich brauche mal eben eine Bandage. Wartet, ja, ich knall die mal wieder, ich brauche eine Bandage. Oh, jetzt hat er, glaube ich, mich. Bandage nutzen. Hä? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Weg, explodiert. Der stand vor mir und hat gesagt, ich hau mal besser ab. Explodiert. Erstmal in die Autos gucken, ne? Oder wie? Guck mal, hier ein schwebendes Auto. Was ist ein Tarp? Ach, das ist das blaue Zeug, was wir da in unserem, ne? Das ja. Tauauffangdings, ja. Tauauffangdings. Hey, ja. Nordisch. Hm? Du bist aber ein starkes Gärchen. Habt ich ihr weiß. Dieses Hovercar habt ihr auch gesehen hier, ne? Schwebt das bei euch auch? Ja, ne? Durch mentale Kraft. Dahinter ist ein Zombie übrigens. Ich wollte gerade sagen, ich höre Zombie. Boah, ey. Oh, voll daneben, ey. Das ist aber auch wieder... Hallo, nicht. Zombie. Komm. Zweiartig. Scheiße. Komm. Und die links und rechts wie die Pfeile, die drin stecken, das ist so witzig. Ja, nehmen wir noch ein bisschen Stoff mit. Wollen wir hier total zerflattert erstmal das Haus nehmen oder wollen wir uns aufteilen auf zwei Gruppen oder wie habt ihr das jetzt vor? Ich gehe jetzt mal links mit rein. Aufgrund der Größe würde ich sagen, kommen wir alle hier rein und jeder ein Stockwerk. Genau, eben. Dann haben wir da durch. Ja. Gut, ich nehme das erste. Ich nehme den Fahrstuhl.
Wer, und wer die ist Türen jetzt, bitte immer zumachen. Dann laufe ich mal ganz nach oben. Ich lauf mal, dann laufe ich gut, mal dann ganz nach oben. Okay, dann komme ich auch mal nach oben. Das erste ist scheiße, ich nehme das zweite. Du wirst es im ersten nicht machen. Ich nehme das dritte nordisch, du musst eins höher, hier ist besetzt. Ich bin im zweiten. Du bist im zweiten, okay. Dritte ist besetzt. Ja. Gut, Tür zu. Ja, jetzt wird es schwierig. Jetzt hört man natürlich Geräusche. Im vierten müsste nordisch sein. Ist nordisch, Tür zu. Dann gehe ich im fünften. Aber hier ist alles leer bisher bei mir. Ja, nee, hier bei mir nicht. Also. So. Ja, hast du wieder ich die letzte rausgesucht. Ne? Ach so, fünfte ist gar nicht. Fünfte ist Dach, da steht ein Grill, ein Barbecue. Oh, mit dem, den brauchen wir. Ja, würde ich gerne machen, geht nicht. Und ein schöner Sitz, ich setze mich hin. Ja, genau, ruh dich mal aus, entspann dich ein bisschen. Mhm. Ich ziehe mich öfter mal um in den Folgen, habe ich mittlerweile festgestellt. Mhm. Wieso? So, also im zweiten war nicht wirklich Rüdiger, viel. Rüdiger, was ist denn los? Überall, wo die Tür zu ist, ist jemand drin, vermute ich, ne? Ja, deswegen habe ich in jedem Stockwerk die Tür zugemacht. Das sag ich nicht und ich bin auch nicht verpflichtet, sie reinzulassen. Oder wie war aber Nicole, wir können das Haus nebenan gehen, ist auch noch so ein großes Hochhaus. Oh, hier ist so eine schöne Feueraxt drin. Wenn ihr nichts drin habt, dann können wir das machen. Feueraxt. Kann ich alles mitnehmen? So kannst du ja mal richtig feiern, was? Ah, da bist du. Firefox. So, Nicole und ich, wir gehen gegenüber ins Haus. Ja, ich komme mit runter, weil dieses Haus ist. Ich erkläre dieses Haus für gereinigt. Was? Offiziell. Wo geht's denn hier raus? Das hier ist das erste Stockwerk. Ja, tückisch. Stock. Sowas. Jetzt treten wir uns hier alle auf die Füße. So, da ist nächstes Haus. Und immer die großen Container looten, ne? Das ist lecker Sachen drin. Ja? Ja, Essen. Sind wir jetzt hier durch und, schon im Haus? Nö. Noch nee, irgendwie essen. Sind wir hier falsch. In dem ersten Haus sind wir durch. Da bist du auch falsch. Hier ist auf allen Etagen? Hallo, hier ist der Eingang. Ja, aber da hätte ja trotzdem was Interessantes vielleicht drin liegen können. Erster Stock, ist da schon jemand? Xyra? Macht am besten die Türen hinter euch zu. Danke fürs Angebot. Oh, das ist auch schon jemand. Ja, da ist auch schon jemand. So, zweite Stock ist, okay. Ich handle hier nur eine Anweisung. Wenn Avonacho sagt, wir sollen die Türen zumachen, dann... Ja, dann wisst ihr, wo schon jemand ist. Ich sehe hier noch eine offene Tür, vorletzter Stock, keiner drin, gut. Helm. Dann bin ich da jetzt drin. Hier hat sich jemand ich habe einen Computer gefunden und einen Kompass. Hier hat sich jemand eingebunkert. Ich habe einen Kompass. Eingebunkert? Wie meinst du das? Er hat eine, quasi eine Absperrung gemacht für die Tür. Ich versuche es einfach mal aufzubrechen jetzt. Sowas reizt mich ja. Weiß er nicht, hätte er vielleicht nichts rein, also hätte er das vielleicht nicht abgesperrt, wäre ich vielleicht gar nicht reingegangen, aber jetzt natürlich. Jetzt ist der Reiz des Verbotenen da. Da muss ja was Lohnenswertes drin sein, vielleicht. Oder auch nicht. Ich weiß nur nicht, wie lange ich darauf reinprügeln muss. Ich habe einen Computer gefunden und beantworte mal eben in der Zwischenzeit ein paar Kommentare hier in Game. Ist richtig. Oh, ja, ich bin cool, wenn das gehen würde. Hier ist schon jemand gegangen. Ich bin voll. Wie so ein Dis. Das ging aber schnell. Du, ja, das weil ist ich eine Kobold drin hab. Meinst du, dass es eine Barrikade vom Spieler ist? Die Barrikade sehe ich doch hier auch. Das ist eine Barrikade. Das ist definitiv. Du hast doch bestimmt noch Platz. Das ist definitiv eine Barrikade vom Spieler. Messer. Ich habe hier in meiner Wohnung Messer, aber auch oder? Eine. Oder Messer. Eher gesagt, im ich hatte Haus. Eben auch eine in gehabt. In meiner Wohnung aber... ist auch eine. Und da kommt man nicht durch, glaube ich. Und es hört sich auch so an, als würdest du auf der anderen Seite stehen. Das wäre natürlich lustig. Warte mal. Hörst du mich jetzt? Ja, ich würde jemanden schlagen. Ja, genau. Das ist, ich schlag da jetzt auf die Tür ein. Das ist schwierig. Dann lasse ich das doch einfach mal sein. Achso, genau. So eine Barrikade hatte ich nämlich auch gesehen. In erster Linie höre ich draußen einen ziemlich lauten Zombie. Ja, draußen den habe ich eben auch schon draußen gehört. Draußen ist ein Zombie? Also ich ist jetzt ganz mal nach oben draußen, schon jemand? Wie gesagt, ich finde, ja, da war ich schon. Achso, okay. Und ganz, ganz oben auf dem Dach, da ist nordisch, aber da ist ja bekanntlich nichts. Nö, da ist nichts. Gott, wo ist der denn? Ich hoffe, der ist draußen. Der Zombie ist draußen, ja. Den habe ich gesehen durch die eine Schiebetür. Oh, ja, da ist er. Wie bin ich denn hier reingekommen? Durch die Tür. Ah, da. Gut, dann gehe ich jetzt wieder nach draußen. Oh, hier ist noch einer. Ah,
Tag, Post. Oh, ich hab noch... Hinter uns. Ja. Noch einer. Ah, aber wo, hinter dir? Hinter mir? Ja, da im war Haus. Ich zumindest. Ah. Ich genau daneben. Ja, ich hänge fest. Kann doch nicht sein. Oh Gott, ja. Jetzt renne ich wieder die Treppe mit hoch. Ja. Ich blute eine Sekunde. Wieso treffe ich die Sau nicht? Okay. Boah, scheiße. Gucken wir nochmal, wieso? Habt ihr einen? Mensch, ja, nee. Das gibt's doch gar nicht. Wo draußen ist auch noch ein zweiter. Draußen ist auch noch ein zweiter. Der wollte nochmal in die Stadt gehen, scheiße. Oh, oh, schön Hinterkopf. Der war aber gut, ne? Der war aber geil gezielt, oder? Dann komm, der war geil gezielt. Ja, ein paar Pfeile zurück. Ach, boah, hier ist der Büsche. Ich hab schon einen verbundenen Daumen, weil mir jemand in den Daumen geschossen hat. Ach, Daumen, du hast einen zweiten Daumen. Ich möchte gar nicht bestreiten, dass ich das war. Ich war das bestimmt. Nee, das war Avo. Das war 100% Avo. Ich war das nicht. Dabei haben wir hier nicht gegenüber Romeros irgendwo in der Ecke. Wir sind ja bei Romeo. Genau. Bei Romeo, genau. In den Daumen geschossen. Nee, rechts. Ja, nee, ich hatte so richtig einen Pfeil im Daumen stecken. Ich hab grad anvisiert und dann sah ich auf einmal nur so, zack, hatte ich auf einmal einen Pfeil im Daumen. Ihr hattet doch gesagt, mit der Quobo und Autos, was konnte man da machen? Die Autos kaputt hauen und dann, oder, ja, dann kaputt hauen, nicht draufschlagen. Scrap Metal in die Tasche dann. Nicole, kommst du mit? Ich hab eine Quobo. Wollen wir Autos hauen? Ja. Ah, wir hauen das Auto, komm. Da ist hier vorne eins. Wo seid ihr jetzt noch alle auf dem Parkplatz? Wo bist du denn? Achso, da bist du, okay. Ich bin hier, ja. Ich hab einen Hammer. Funktioniert das jetzt mit dem Hammer, oder? Wer schießt denn? Nein, Pfeilen? Funktioniert nicht, okay. Wo seid ihr hingelaufen? Ihr wart doch eben hier vorne die auf Tür dem Parkplatz, raus. Auf dem Parkplatz, auf den also nächsten. Niemanden. Warte, ich komm zu dir, bleib stehen. Auf dem Parkplatz ist nicht eine Person von euch. Nein, wir sind links rum vom Haus. Aber hier auf passiert nichts, Parkplatz. Wenn ich hier drauf haue. Aber ich komm hoch. Warte. Also seid ihr die Straße runtergelaufen? Ja. Okay, dann. Ihr wolltet doch zu Romeros, das ist am ganz anderen Ende hier. Du musst einmal hier quer rüber. Das habe ich auch bei ein paar Autos schon gehabt, dass dir nichts passiert. Ja, Nicole, versuch hier mal das nächste. Nee, Nicole, komm mal. Ja. Du hast doch bestimmt noch Platz, ne? Moment, muss ich mal schauen. Ja, ein bisschen Platz habe ich noch. Guck mal, ich habe nämlich das da eingesammelt. Das da? Ah, Scrap Metal. Ja, und dann können wir nämlich tatsächlich zur... Jetzt muss ich da nur die Quobo mal kurz irgendwo reinkriegen. Kriege ich nicht, verdammt. Warum? Ich habe die doch eben auch mitgehabt. Wieso geht denn das jetzt nicht mehr? Oh Gott, bin ich schon so blöd. Ach, hier. Ich weiß warum. Hier. Ich höre doch schon wieder zu. Da hinten kommt jemand angelaufen. Da ist jemand von euch bei den Blackberries? Ja, nein. Ich bin das. Oh, ach so, okay. Moment, mach mir nicht solche Angst. Da liegen noch dreimal Scrap Metal, Nicole. Ja. Und dann kommen wir zum nächsten Auto. Warte mal, ich höre irgendwo einen Zombie da. Ach so, du warst voll. Ich bin voll, deswegen schmeiße ich die Axt zwischendurch immer weg. Die Axt kann ich sonst mitnehmen. Ich ach so, dann liegt jetzt auf der Erde. Okay. Habt ihr die Autos mal so gelootet hier, wenn wir so? Ne, Metal Sheet nehme ich auch mal mit. Nee, so war ich noch nicht da. Du hast doch gar die Crowbar gar nicht in der Hand? Achso, jetzt. Nö, ich hab erstmal boxen wollen. Und die Mülltonnen? Okay. Die Mülltonnen, da war ich schon dran. Da kommt nichts raus. Aber in denen da warst du wahrscheinlich noch nicht. Nee, da war ich noch nicht. Bei dem Auto kriegen wir nichts raus. Okay, dann gehen wir mal zum nächsten. Ein paar stehen hier ja noch. Mhm. So, drin ist nix, Bescheid. Kannst draufhauen. Sagt rechtzeitig Bescheid, wenn ihr losrennt, weil ich bin jetzt gerade einmal eine Etage höher gegangen hier. Ja, ich kriege hier irgendwie aus den Autos nichts mehr raus. Ich habe eben ein bisschen zu viel Scrap Metal. Ich weiß auch nicht, ob man aus jedem immer was rauskriegt. Ach, wir haben ja noch ein paar. Ja. Das ist schön klein. Kofferraum kaputt hauen, das bringt's. Jetzt auch ein bisschen Scrap Metal in einem Container gefunden. Hier kriege ich was war jetzt das ein bisschen für ein Geräusch. Was? Ja. Was denn? Warst du das oder war das ein Zombie? Kann das Geräusch? Ja, also ich habe mich gerade so, weiß ich nicht. Noch ein Blue so, Backpack, ne? Aber halt ein blauer Rucksack braucht ja keiner von uns, dann schredder ich den mal. Gibt's eigentlich noch was Größeres als den Tausender? Ja, ein 1500er ist ein Military Backpack. Okay. Aber eigentlich wird sich wahrscheinlich hier eher nicht finden lassen. Naja. Keine Ahnung.
Was ist denn überhaupt das Höchste, was man kriegen kann? Ich könnte 1500, der Military Backpack, denke ich mir. Ich bin mir nicht sicher, aber ich würde mal sagen, so in 10 Minuten dürfte wahrscheinlich die Sonne untergehen oder so. Ja, gut, das ist die Frage, Nicole, ob wir dann hier oder ob wir näher in die Stadt dann rein wollen, Nicole, bis es soweit ist. Ich bin auf dem Parkplatz. Ja, ich bin aber allerdings auch der Meinung, bevor wir in die Stadt weiter reingehen, sollte es eher wieder Tag sein. Hier, hinter dir bin ich. Hinter mir. Ah. Gibst ja, du eine Axt aber zurück und nimmst Ach so, ja. Wir können uns ja auch hier verschanzen. Ja, falschen Hintern hinterhergelaufen. Dann müssen wir nächstes Mal aber gleich, wenn die Sonne aufgeht, aufbrechen und nicht erst noch anfangen zu craften, dass es dann ja, schön ist und dann auslaufen. Und Scrap Metal liegt da wieder, ne? Aber eigentlich musst du schon mal nachts hier bleiben, weil dafür ist der Weg zu weit, glaube ich. Ist klar, ja. Die liegt hier. Ich laufe hier einfach mal rüber und guck mir das mal an, was hier ich so komme mit. Ich würde jetzt gerne halt ein so ein Haus rein hier. Da noch was von Scrap Metal. Ja, okay. Vielleicht kann man sich da ja irgendwo verschanzen. Wo seid ihr jetzt? Ich bin über die Straße gelaufen. Wir sind gelaufen. Richtung Ampeln, ja. Okay, links in dem Haus. Wo ist denn... Nee, Bandage doch richtig. Fertilizer, okay. So. Ich weiß nicht, hat jetzt mal jemand die Uhrzeit... Da hinten Richtung Ampeln. Die Uhrzeit? Meinst du, wir sind bei 16. Okay, ja, genau. Haben wir noch Zeit. Also es lohnt sich nicht, dass es hier so ein leeres Ladengeschäft was. Achso, du bist. Oh, eine Crowbar ist hier. Oh, die nehme ich doch mal mit. Sehr gut. Eine kaputt, die nächste gefunden. Genau. So muss das sein. Hier ist noch eine Crowbar. Sehr schön. Ja, dann könnt ihr jetzt auf Autos rumkloppen. Nimm mit, sonst nehme ich die. Also ich kann sie auch. Nimm du die mal, ich kann sie nicht mitnehmen. Und da ist ein Zombie. Zombie. Oh, oh. Keinen Platz mehr in der Hand frei? Schon wieder so viel Waffen weggenommen, oder wie? Okay. Ich habe ein Messer, ich habe eine Pistole, ich habe das Messer kannst Bogen. Du doch aber in die Dings packen. Da ja, das Wolf, ist richtig, ne? Da hast du recht. Da kannst du die Wolf, mitnehmen? Wenn sich Wolf kommt. Ja. Dann nehme ich die sonst die nächste Crowbar mit, ist ja egal. Oh, ich habe ihn getötet. Sauber. Also ich habe jetzt zwei Crowbars. Den hat's aber auch zerrissen. Ich könnte eine abgeben, weil zwei ist ja albern. Ja, warte mal kurz, ich guck mal, wie ich das jetzt mal eben umsortiere. Das Messer liegt da nur 100, das kannst du doch so wegpacken. Ja, das ist das Problem, weil dann bin ich mich komplett voll, sonst... Achso, sonst gib sie mir her, ich habe noch einen Handplatz frei. Jo, hier, dann bitteschön, liegt hier auf dem Äxte brauchen wir nicht mehr, ne? Eigentlich nicht. So, ich habe eine Crowbar. Jo, dann lass uns nach Autos suchen. Genau. Und, Wollen wir uns drüben verschanzen in der Nacht? Da stehen auch zwei Autos vor, weil jetzt wird es auch gleich dunkel. Das genau auf der anderen machen. Straßenseite. Das aber in der, machen, ja, ja gut, in der Feuerwehr müssen wir gucken, weil da sind meistens einige Zombies auch drin. Ne? Ja, haben wir noch ein bisschen Zeit aufzuräumen. Ja, genau. Ich gehe schon mal gucken. Oh, ein Metal Sheet? Okay. Oh, hier sind dreimal Metal Sheets drin. Die kann ich alle nicht mitnehmen. Hier sind... Hier in dem linken Wagen, ganz links, sind dreimal Metal Sheets drin. Die kann ich nicht mitnehmen. Ich muss mich gleich jetzt mal umsortieren. Wagen ganz links? So. Wagen ganz links. Der blaue. Den blauen da. Steht. Ah, hier. Dieser, oder weiße. Der weiße, nicht der blaue. Shit, kann ich auch nicht mehr mitnehmen. Ich habe einen kaputten Hammer, den schmeiß ich mal weg. Kann ich aber mitnehmen sonst. Hier. Achso, ist auch viel mehr, ja. Ich habe noch den Platz. Ich krieg die alle mit. Okay. Kannst mir geben. Dort ist eine Pipe drin. In dem Ding. Kannst du die mitnehmen? Jetzt bin ich aber auch fast voll dann. Nee. Okay, dann wer von euch hat noch Platz für eine Pipe? Wie groß ist die? Pipe 150. Pipe müssen wir nicht mitnehmen. 150, die können wir selber hab ich herstellen. Nicht. Oh, wie geil, eine richtig geile Fire-Axt. Dafür schmeiße ich meine doch weg. Jo, hier sind einige davon. Seid ihr jetzt in der Feuerwache? Ja. Okay, gut. So eine richtig noch nicht geile Feuerachse. Ich kann nur trotz Crowbar keine Autos kaputt machen, weil ich die nirgendwo hin tun kann. Okay, hier ist noch ein Metal Sheet draußen. Würde 100 Platz brauchen, falls jemand die noch... Ich kann einen Fertilizer wegschmeißen. Das könnte 100 Platz habe ich nicht mehr. 100 schaffe ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Ich bin komplett voll jetzt. Es ist auch jetzt wirklich die Frage, lohnt sich das jetzt wirklich weiterzugehen, weil wenn wir nichts mehr looten können... Nee, wollen wir zurück lieber? Dann in der Gruppe schaffen wir das jetzt. Na gut, dann lass uns zurücklaufen. Weil ich bin jetzt wirklich voll. Weil wir können ja nächste Folge meinetwegen nochmal losgehen. Und halt, wenn alle voll sind, ist es irgendwie Spaß, nicht weiterzulaufen. Und dann lass uns ein bisschen Gas geben, weil wir haben nicht gleich die Folge zu Ende, deswegen... So, dann kommt. Beine in die Hand. Ja. Alle da? Ja, und da heraus. Wollen wir den Pfeile?
5 Scrap Metal und 5 Metal Sheets habe ich hier. Laufen ja an den Häusern wieder entlang, ne? Oben, ne? Genau, ja. Jetzt eigentlich rechts hier rüber, nordöstlich. Mhm. Ihr seid noch da? Dann müsst ihr wieder direkt zu Hause kommen. Ja, wir sind da. Man müsste sich so einen Helm mit einem Rückspiegel craften. Bär links. Bär links ist ein Bär. Ja, habe ich gesehen. Also Grizzly. Ja, gerade du, hast das bestimmt gesehen, das glaube ich dir. Ich habe ihn gesehen. Der hat ihn angelockt. Habe ich gesehen. Dr. Val Little. Ich habe ihn wirklich gesehen. Du meinst ja diesen Busch da, ne? Oder nicht? Den laufenden braunen Busch. Genau. Seine Klabusterbären vielleicht, ja. Ich sag ja, Blackberry, Blackbeer. Ein Schema ist zu erkennen. Genau. Wir müssen jetzt genau nach Osten, ne? Ja, genau. Ich folge jetzt einfach euch, weil ich habe nämlich keinen Kompass. Von daher ist es für mich. Boah, hier geht's steil runter. Ja, hier sind wir richtig. Oh, da vorne ist eine Wohnwagensiedlung. Und denkt dran, wenn ihr zu tief fallt, dann geht ihr drauf. Nee, echt? Ja. Yay. Ja. Das geht fix. Unrealistisch. Oh, ja, ich sehe Nicole. Lauf. Ja, ich lauf. Lauf in die andere Richtung. Wir kriegen dich so niemals. Ja, komm uns entgegen, bitte. Oh, shit. Entweder ich schieße davor oder dahinter. Schön. Da muss erst der Meisterschütze kommen. Das ist, glaube ich, zu spät. Wo ist der Wolf? Aber sagen wir mal so, er hat keine Schmerzen mehr. Schon weggebackt. Hier vorne rechts ist eine Wohnwagensiedlung. Sind wir da auf dem Hinweg auch dran vorbeigekommen? Nee, Vorsicht einmal, ich habe gerade irgendwas den Berg hochlaufen sehen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es ein Zombie oder ein Spiel war. Ja, wenn es hier bei mir ist, ist es ein Zombie. Wo seid ihr denn? Dort zu zwei. So, wir sollten uns ein bisschen beeilen. Wir müssen, glaube ich, nach links oben, meine ich, oder? Nein, an den Häusern entlang und dann... Also nach links nicht, wenn, dann musst du nach rechts. Wenn du mich fragst. Also die Wohnwagensiedlung, die ist links von der Häuser und damit auch links von uns. Also ich bin hier unten am Fluss. Wenn ich den langlaufe, komme ich auf jeden Fall nach Hause. Ja gut, dann... Also noch müssen wir hier den Berg hoch. Das meine ich doch links. Ja. rechts. Von uns aus links. Von uns aus links. Das ist schon... Warte mal, ich sag mal Hallo Zombie. Hab ihn schon. Also ich sehe hier die Siedlung. Also ich bin gleich zu Hause. Wenn du links läufst du wahrscheinlich falsch. Ja, ich bin auch gerade überlegen, weil eigentlich müssen wir doch da hinten am roten Haus, müssen wir doch eigentlich links, oder wenn nicht? Wir dort also wenn ja, wir müssen weiter nach links rüber. Nein, du musst garantiert nicht... Da hinten ist das Bauernhaus, wir sind richtig. Wir müssen jetzt hier den Berg hoch. Wir laufen direkt drauf zu. Ja, wir müssen den Berg hoch jetzt hier. Ja gut, ich vertraue euch einfach mal. Weil wir sind hier da von da hinten... Na, ist egal. Ich sehe euch gar nicht mehr. Ich sehe Hausi. Neben mir ist ein Berg, aber ich sehe euch da nicht. Deshalb denke ich mir, dass ihr hinter dem Berg seid und noch einen zweiten Berg hochläuft. Nee, ich sehe das. Ich sehe unser Scheck Wir sind schon richtig. Wir sind schon richtig. Wir sind gleich da. Ja, wir sind zu Hause. Ich wollte gerade sagen, ich laufe hier aber wirklich jetzt gerade bei der richtigen Gruppe mit, ne? Nein, niemals! Ich bin schon drin. Ja, nee, wir sind da. Stimmt. Ich bin zu Hause. So, was brauchtest du jetzt nochmal für eine Furnace? In der nächsten Folge klären wir das. Ich würde sagen, wir finde ich gut, ich häng nämlich schon heute, wieder. Ne? Ja. Hängt! Okay. Und ich habe hier zum Beispiel Wolfsmeat in der Tasche und weiß nicht, wo ich das hinpacken soll. So ein Blitz. Bin auch da. Dann sage ich mal als erster Tschüss. 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 Lasst uns Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.